Kanzlerin von Deutschland, was hast du nur getan? Ganz Deutschland ist in Aufruhr, viel am Angst vor dem islamischen Staat. Von Bayern bis nach Schleswig-Holstein, von Brandenburg bis NRW, da sehen die demnächst da Kirchenmoschee neben Moschee. Gesprochen wird dann Arabisch, nur die Eingeborenen sprechen Deutsch. Da wird ganz viel gebetet, aber wehe, du trägst ein Kreuz. Dann gibt's kein lecker Bier mehr, nur noch öden Tee. Die Grünen tun sich freuen, gehen barfuß zum Gebet. Alle Deutschen haben endlich Arbeit, die Araber sitzen rum. Ja, die Araber, die sind pfiffig, die Deutschen, die sind fleißig und dumm. Polizisten reiten auf Kamelen und keiner frisst mehr Schwein. Ach, Kanzlerin von Deutschland, sag, soll das wirklich so sein? Die Kinder heißen dann Ahmed, Aisha und Abdullah. Und keiner heißt mehr Adolf, Justin oder Maria. Frau tragen Kopftuch oder Burka, die haben sie vorm Gesicht. Und die Männer haben Messer, doch die Messer sieht man nicht. Das Gesetz ist dann die Scharia, da hackt man gerne Körperteile ab. Und damit's auch jeder sehen kann, wird's öffentlich gemacht. Kaum einer schaut mehr Pornos, wird erwischt, schon ist der Lümmel ab. Frauen werden dann gesteinigt, alles öffentlich, wie gesagt. Frauenfußball ist dann verboten, jeder andere Sport für Frauen auch. Nur mit männlicher Begleitung dürfen die mal aus dem Haus. Die dürfen auch kein Auto fahren, es herrschen Koran und Patriarchat. Der König von Saudi-Arabien lässt grüßen, das macht er jeden Tag. Überall rufen Muezzine, die Männer haben einen Bart. Der Bad von Els ist Konvertierter, wohnt in einem Prachtpalast. Die Kanzlerin lässt sich scheiden, heiratet einen Imam. Der predigt abends im Fernsehen, wenn die Deutschen Feierabend haben. Statt Oktoberfest wird gepilgert zur großen Moschee in Heidenau. Und Weihnachten, das gibt's nicht mehr, so wie Ostern und Pfingsten auch. Dafür gibt's andere Feiertage, wie Sopferfest und ist vorbei der Ramadan. Gibt's das Fest des Fastenbrechens, den zweithöchsten Feiertag. Heute macht euch nicht in die Hosen, Mensch, seid doch nicht so bang. Euer Deutschland geht schon nicht unter, malt nicht den Teufel an die Wand. Wir sind Weltmeister im Integrieren, oder sind wir es etwa nicht? Ich trinke erst mal ein Bier und lerne Arabisch und esse Currywurst mit Pommes Fritz. O Kanzlerin von Deutschland, ich hoffe mal, dass alles gut klappt und dass jeder Mensch, der hier lebt und jeder, der kommt, hier ein gutes Leben hat. Dass viel Arbeit uns soll sich gelingen, ja, dann haben wir den Salat. Und dann kommt so, wie es immer kommt, die Rechnung wird vom Kleinmann bezahlt.